Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Blade and Soul. Immer noch mit Chi. Hallo, Paula, sie sind überhaupt an die Klinik. Ja, ich bin selber ganz erstaunt. Also, hallo. Na, hier schon wieder. Ja. Und zwar, ja, natürlich jetzt, wo ich es erklären möchte, hören sie auf. Nein, wir haben nämlich gerade offscreen, also wir haben festgestellt, offscreen passieren immer die lustigsten Dinge, beziehungsweise die interessantesten Dinge. Und Chi hat gerade inbrünstig angefangen, mir zu erklären, wie das sich handhabt mit den Uniformen, mit den Fraktionsuniformen, weil hier sich die ganze Zeit welche von der Bambuswache und von den anderen rumbashen. Ja, genau, bei den beiden hier kann man es sehr gut sehen. Genau, und dann hatten wir jetzt nämlich, wir kamen gerade zu dem Entschluss, wenn ein Spieler einen anderen Spieler down haut, dann gibt genau, es die Möglichkeit. Ich habe den Gegenarm-Typen hier immer umgebasht, als der noch seine Bambuswachenuniform anhatte. Genau, der hier. Und dann gibt es nämlich die Möglichkeit, sich zu ergeben. Also, wenn er sich wiederbelebt, der hat sich nämlich immer wiederbelebt und hat immer wieder einen Schlag gekriegt und war immer wieder gleich tot. Und dann hat Chi gemeint, es gibt auch die Möglichkeit, sich zu ergeben. Und da waren wir stehen geblieben und haben entschieden, dass das vielleicht doch aufnahmerelevant wäre und wir deswegen mal. Einfach mal anfangen aufzunehmen, jo. Ja, so, erzähl. Und zwar, wir sind ja auch schon tatsächlich gestorben, ne? Wir haben uns ja auch mal versucht, mit diesem Bambuswachen-Chef hier anzulegen. Das haben wir auch einmal getan. Stimmt doch gar nicht. Und da konnte man das tatsächlich sehen. Ich ärgere mich gerade, dass wir das nicht da gemacht haben. Und zwar, egal von wem und wann man getötet wird, also das hat mit den Fraktionen nichts zu tun. Die 1 und 2, die hat man immer. Es sei denn, man wurde, ist wirklich tot. Und zwar, wenn man dieses Rumkrabbeln noch machen kann, ist das der Nahtodzustand. In dem kann man sich mit der 1 kann man dieses Chi-Zeug machen, dass man eben dann nach einer Weile wieder aufsteht. Wenn man da 20 Sekunden gehockt hat, und dabei kann man ja auch anderen Spielern helfen. Die 2 ist, wenn man tatsächlich nur um Hilfe ruft, weil man sich nicht bewegen kann oder weil man eben in der Gefahr von der Flächenattacke ist. Das geht eigentlich immer. Wenn man aber eine Fraktionsuniform anhat, die von einem gegnerischen Spieler gekillt wurde, hat man die Nummer 3. Da ist so eine weiße Fahne mit drauf tatsächlich. Und wenn man das drückt, dann kommt man zum nächstgelegenen Spawnpunkt und ist dabei nackt. Das heißt, man kann nicht angegriffen werden, weil man seine Fraktionsuniform ablegt. Mhm. Und die Nummer 4, das ist einfach sofort wiederbeleben, dann ist man tatsächlich einfach. Dann wird man auch zum letzten Spawnpunkt zurück. Ich hasse das, weil man dann meistens ganz weite Strecken laufen. Und der hier hat einfach immer die 4 gedrückt, beziehungsweise die 1, je nachdem. Und wir haben ihm dabei geholfen. Und man bekommt sowohl, wenn man gegnerische Spieler tötet, als auch wenn man ihnen hilft, wieder aufzustehen, bekommt man Punkte. Wunderbar. Gibt's irgendwann auch ein Achievement hier. So, jetzt und der haben da hinten, wie gesagt, verprügelt mit Inbrunst. Wollen wir dem mal helfen? Müssen wir uns da mal was anziehen? Ja, die Bambus, die Blackrim-Uniform, also die Schwarzrahmen-Uniform. Und alleine kriegt er die nicht down. Warte. Schwarze Ramme, ja? Ja, schwarze Ramme. Uniform der Bambus. Warte mal, Katzenschart. Warte mal, Kabinen. Ach da, schwarze Ramme. Das sind zu viele, die schafft er nicht alleine. Oh oh, wo ist denn der Boss hin? Wo ist der denn? Wie geht der denn da? Komm, ist das da der Boss? Ein gegnerischer Spieler auf Level 50. Hilfe! Katzencharge! Ist das ein Spieler oder ist das ein NPC? Hilf dem, der hingefallen ist. Achso, dem hier. Ja, den brauchen wir, ansonsten verkloppt er meine Katze hier. Ich mache ja gerade schon. Ich habe ihm geholfen. Lass meinen Jungen in Ruhe, du hässliches Stück Scheiße. Oh Scheiße, ich bin tot. Nee, Quatsch, ich habe einen Sturmangriff. Ich nehme ihn mir. Guck mal, ich hab ihn. Meistens, wenn ich dann kann meine Katze den Dingens machen. Ich hab ungefähr. Ah! Welches Level ist der? Der ist doch erst Level 20. Ja, ich weiß, aber es ist ein Boss. Ach, das ist gar kein NPC, gar kein Spieler. Ich dachte, das wäre der Spieler. Nein. Wow, shit. Meine Katze ist tot. Nein! Was machst du denn jetzt? Du kannst doch gar nichts ohne deine Katze. Warte, ich setz mich hin und heule. Aua, Alter, was haut der los? Boah. Jetzt mal einen Trank nehmen. Jetzt hol deine scheiß Pussy raus! Hab ich. Medizin für Anfänger? Wieso hab ich mit. Boah, ich bin gleich tot. Lol. Nicht schlimm. Nicht schlimm, lass dich töten, dann wirst du mit mehr Energie wiederbelebt. Das kriegen wir hin. Macht mal einer mit hier. Aua, nein. Ich wurde getötet. Warte. Warte, ich krieg. Krabbel von ihm weg. Ja, ich krieg doch. Ich krieg doch, Schlampe, krieg ich. Blöde.
Boah, wie langsam kriecht man denn hier? Zardo, hilf deiner! Wenn ich die Flash-Attacke erwischt, dann bist du wirklich tot. Und zwar so, dass dir keiner mehr helfen kann. Zardo, hilf deiner... Geh auf, eins! Was? Achso, eins, ja. Schnell, hilf mir! Alles gut, alles gut. Ach, guck mal, da helfen mir noch mehr. Ach, sind die alle nett. Yay! So, jetzt komm hier die Kiste! Yay! So, dann guck mal, schau dir mal an, was wir bekommen haben. Insignien der Bambuswache. Händler für Stein. Und wenn wir davon 40 haben, kriegst du das geile rote Outfit. Jetzt zieh dich schnell um, bevor der für Level 50er von vorhin wiederkommt, der uns nicht so macht. Was hatte ich denn vorher an? Keine Ahnung. Wäre einfach ausziehen. Das da hatte ich an, glaube ich. Phantom der Lüfte hatte ich, glaube ich, an. Das hier? Ja, das hatte ich an, stimmt. Genau. So, und du wolltest was von mir, was ich erkläre und so. Was wollte ich von dir? Du wolltest von mir, dass ich die Berufe erkläre, glaube ich. Ich wollte von dir, dass du endlich mal dein Preisschild wieder ranmachst. Nein, Quatsch. Okay, warte. Nein! Boah, ist das scheiße. Ich denke, das wollten wir nicht machen. Ja, entscheid dich doch mal. Nee, dann machen wir später, weil wie gesagt, ich hatte dich gefragt. Der hat sich nur hingesetzt, der wartet. Ach so, der wartet darauf, dass die alle wieder... Und was, und wenn man 40 Mal den Scheißdreck hier hat? Oh Gott, da warten wir aber, bis wir Level 50 sind und dann kommen wir nochmal wieder und bash die alle rum. Nö, wie gesagt, auf Level 30 habe ich das alleine geschafft mit dem Warlock. Ja, aber wie viele Stunden? Nö, das geht relativ fix, dadurch, dass sie sofort nachspawnen. Du tötest 5 bis 10 von den Viechern und dann ist gut. Was ist denn hier hinten eigentlich? Komm mal her, bitte. Ja? Was ist denn das hier? Das sind Portale, die kann man aber auch erst ab Level 45 oder 50. Oh, und wo führen die hin, zu Dungeons? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, ich konnte es noch nicht ausprobieren, aber du fliegst auf die Fresse. Verlies. Du fliegst auf die Fresse. Ich weiß nicht, was, ob das ein Dungeon-Name ist, aber du fliegst auf die Fresse, wenn du da langst. So. Entschuldigung. Sah das bescheuert aus. Katzenalarm. Also, real Katzenalarm. Was machst du denn? Du siehst aus, als hättest du gesoffen, aber hast du nur 400 Gramm Makrele im Blut. Ja, ihre Katze haben gerade formidabel gespeist. Das interessiert doch hier keine Sau. Guck mal hier, wir haben hier einen Seher. Ich kann mit Vögeln reden. Ja. Also, Erdseher kann man tatsächlich auch erlernen. Aber was wir machen ist, wir müssen die Berufe annehmen, weil wir später ja unglaublich viel Gold haben möchten. Ja. Und deswegen, da müssen wir uns jetzt aber aussuchen, welche Aufteilung wir machen. Oh. Du kannst ja die Berufe erklären, die du für uns ausgesucht hast. Ich bin ja da völlig unverblümt. Oh, hier wachsen Äpfel, guck mal. Oder? Komm, nee. Ja. Hä? Komm her. Put. Na, Moment, sag grad. Wo ist denn das Tötchen? Na, wo ist denn das Tötchen? Hier. Ich komme. Hey, Moment mal. Ich bin eine große Kriegerin. Halt die Klappe. So, aber ich komme trotzdem. Die hier ist wirklich. Holzfäller? Genau, die Holzfäller. Du hast die Axt, deswegen ist das nur fair. Hierher, mit der kleinen Musterin. Entscheide ich jetzt mein kleiner Stricherjunge, was ich als Beruf mache? Achso, nee, doch der Große. Ich wollte gerade sagen, die Olle sagt mir gar nichts. Blöde Kuh. Und zwar, wenn du dir das anguckst, was dir Jugun sagt, das ist ein quasi produzierendes und kein verarbeitendes Gewerbe. Mhm. Und zwar kannst du Holz und Saft, also quasi so Holzstämme oder den Saft herstellen, wenn du einmal davon ein Sample gefunden hast. Das weiß ich auch, wo die sind, da können wir das erste gleich machen. Mhm. Und ja, das ist eigentlich, also am wichtigsten ist der Saft, den brauchen diese Mary Potters, und die zum Beispiel, also bei mir heißen die Töpfe machen, The Mary Potters. Ich weiß nicht, wie die heißen. Sag das mal. Die heißen Harry Potter. Was? Ach so. Wer denn? Ich weiß nicht, was du meinst. Na, was steht denn neben der Schüssel? Magische Pötte. Magische Pötte, genau. Die magischen Pötte, bei mir heißen diese Harry Potters. Also nehmen wir einfach die Topfbilder. So. Mhm. Daneben haben wir die Soul Wardens bei mir. Wärter der Seele. Und die sind, also die haben da jetzt zwar, die machen diese Schilde, aber ganz wichtig, die machen diese Steine, die man für Verbesserungen braucht. Also, diese Scherben. Nee. Ach so, nee, diese. Also, ja, für die auch. Waffen, ne? Genau, das machen sie auch, und das für die Waffen. Und wie gesagt, habe ich dir ja erzählt, auf so meinem Level kostet ein so ein Verbesserungsstein, den kann man nicht irgendwo sammeln, den bekommt man nicht über Quests. Den bekommst du wirklich nur, indem du ihn herstellst oder kaufst. Und das Scheißteil kostet zwischen 6,5 und 8 Gold. Das heißt, wenn man sämtliche Zutaten sich beschaffen kann, dann kann man damit tatsächlich richtig Geld verdienen.
Und dafür brauchen wir eben diesen Saft und dafür brauchen wir das Holz. Also möchte ich bitte, dass du das annimmst. Ja. Glückwunsch zu eurem Beitritt bei den Holzfällern. Los, wir fällen ein paar... Was? Ich muss mir erstmal hinlegen. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, was will der denn? Scheit einer Julan. Ja. Warte mal, Auftrag nicht verfügbar. Hä? Kann ich doch gar nicht machen. Kannst du noch nicht machen, habe ich ja gesagt. Ist... Weil du erst quasi eine Probe finden musst von dem, was du herstellen möchtest. Also drück mal bitte auf X. Was? Mach wieder weg. Du kannst ja noch nicht verstehen. Hä, wo ist denn hier ein X? Achso, da unten beenden. Okay. Und dann redest du mit Scheißo. Scheißo. Würde das O ein E sein, würde sie Scheiße heißen. Also wir machen jetzt doch ein bisschen Crafting, aber halt nur der Teil. Ach ja, ich habe vergessen im Aufnahmeprogramm nachzugucken. Ich nehme jetzt ein anderes Aufnahmeprogramm. Ich hoffe, das klappt. Ich habe vergessen zu gucken, ob ich den Mauszeiger anzeigen lasse oder nicht. Also es kann sein, dass ihr den Mauszeiger nicht seht. Dann ich schaue mal in der Aufnahmepause, ob man das machen kann. Juhu. Ja, ja. So. Ich soll jetzt den armen Ahornbaum neben dem Haus des Bürgermeisters umbrechen. Am besten, dass der Baum in sein Haus fällt. So, komm mal mit. Geh lang. Was? Jo. Bitte wartet, bis das Sammeln abgeschlossen ist, stellt er aber. Ich soll nicht wegrennen, ja, genau. Oder? Du sammelst ja noch nicht, aber du musst halt genauso wieder umziehen, warten, ach bis hier. Du das gesammelt hast. Du musst nehmen kann. Das ist ja ein Bäumchen hier. Baum untersuchen. Oh, ich sammel jetzt. Quatsch, ich untersuche jetzt den Baum. Weil ich untersuche gerade den Busch und nicht den Baum. Was soll denn der Müll? Du kannst ja nur den Kleinen untersuchen. Wie die da in dem Baum rumwurstelt. Achso, ich habe was gefunden. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Sammeln. Was habe ich denn jetzt bekommen? Erstmal jede Menge EP. Und jetzt kommen wir mit nochmal. Guck mal, liegt ja schon wieder ein Toter. Hui. Hui. So, hat sie jetzt ein anderes Questzeichen über dem Kopf? Ja, die hat einen Stern, ich kann es abgeben. Hier, bitteschön. Ich habe angeblich einen Julanscheid gefunden. Oh. Das ist Chefte, ne? Ja. So, 1000 XP. Sehr schön, dann quatscht jetzt bitte nochmal mit Nayugun. Aha. Hallo, Nayugun, du dicker, großer Riesiger. Jetzt gibst du das bei ihm im Auftrag. Jetzt muss er das für dich machen. Ach ja, Auftrag. So. Was habe ich jetzt genau gemacht? Jetzt macht er das für dich. Und nach der Zeit, die da angegeben ist, bekommst du so Gildenpunkte. Du siehst da deine Gildenleiste oben. Also je weiter du kommst, desto mehr Sachen darfst du machen. Hä? Und, ja, jetzt musst du eigentlich unten... Jetzt hast du unten neben deinem BNS-Symbol, müsstest du was Neues haben. Und zwar so einen Topf. Da einfach Maus over, dann siehst du, wie lange es dauert, bis der deinen Auftrag fertig hat. Ah, 29 Minuten. Genau, das dauert sogar 7 Minuten. Okay. Das hier mache ich. Und ich mache, weil das jetzt so mir passt, die grünen Daumen, wenn die heißen die. Du Hase. Ja. Wir haben auch noch jetzt unten in dem BNS-Symbol sehe ich gerade noch diesen Schreibblock. Wir können uns jetzt irgendwelche Trainingspunkte geben. Ja, noch nicht. Dazu müssen wir Kapitel 17 abschließen. Okay. Das machen wir. Das schaffen wir gleich. So, ich nehme die grünen Daumen. Das ist auch eine herstellende Gilde, die ebenfalls für die Mary Potters da ist. Mach das schneller! Und zwar sammeln die Erde und pflanzen Gedöns an. Brauchen wir auch für die Mary Potters. Also du sammelst Erde und Pflanzengedöns und ich sammel Bäume, ja? Mhm. Kann man genau, nee, jetzt hier zwei Sachen Zwischenfrage. Sammeln. Ja, bitte? Ich heb sogar die Hand dafür, das seht ihr bloß nicht. Ich habe jetzt wirklich die Hand gehoben. Das ist unser Running Gag, nein. Auf jeden Fall, kann ich jetzt auch, wenn wir jetzt wieder in den Wald oder irgendwas gehen, kann ich dann sammeln oder muss ich echt warten, bis der irgendwas fertig gemacht hat? Du musst das nur ein einziges Mal. Du musst das nur ein einziges Mal finden, dieses Sample. Ach so, und dann muss ich... Und dann kannst du das immer wieder in Auftrag geben, auch auf die Distanz. Das kostet dann halt ein bisschen. Ach, ich kann jetzt jede halbe Stunde angeschissen kommen und sagen, mach mir das nochmal. Ne, entweder angeschissen kommen oder das unten einfach neu ordern. Am Anfang ist das, kostet das, glaube ich, nur ein paar Kupfer. Und so, das hier ist das nächste, was für dich ist. Zwischenfrage. Ja, bitte? Was wollte ich denn jetzt fragen? Was bringt mir das dann? Na, erstmal können wir damit, also Mary Potters, das machen wir beide. Das hatte ich schon festgelegt. Ach so, man kann mehrere Berufe haben. Ach so, ich dachte, ich habe jetzt eine Holzfällerin und dann haben wir irgendwie einen Holzscheit und eine Pflanze. Das hier ist für dich. Das hier ist auch noch für dich. Ach, das... Du kannst zwei sammelnde und zwei craftende Berufe haben. Oh, na jetzt geht's ja los. Okay, alles klar, ich halte die Klappe und hör zu. Und zwar, bin jetzt ja mit meinem Main so weit, dass ich tatsächlich die Level 45, also die damalige Höchstzahl, erreicht habe, also fast. Und ich muss jetzt ein Quest-Item besorgen,
entweder durch Kaufen oder durch Herstellen und den Beruf habe ich nicht. Und der kostet sage und schreibe 40 Gold. Ohne den kommt man aber in der Story nicht weiter, was mich relativ ankotzt. Das ist ja scheiße. Deswegen, das ist dein ganzer Plan. Du willst, dass die Teutonin das macht und ihm das gibt. Nein, wir müssen das so aufteilen, dass wir das beide quasi machen können. Deswegen werden wir auch beide den Mary Potters beitreten. Okay. Also den Töpfern. So, aber hier der Fallensteller ist für dich. Hallo Harry. Was? Wen soll ich ansprechen? Den hier? Achso. Den großen, genau. Okay, Allianz der Fallensteller. Hier wird nichts verschwendet. Oh, 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 oh. Während du dir das einmal anguckst, also die Sammelfleisch und Knochen. Während du dir das einmal anguckst, muss ich nämlich mein Sample mal suchen. Boah, jetzt hast du voll gespoilert, ey. Oh, die sammeln Fleisch und Knochen. Ach, schön. Aber die sind nicht verwandt mit meinen Holzfällern. So, aber hier soll ich beitreten, ja? Ja, bitte auch beitreten. So, ich möchte euch beitreten. Guten Tag. Und da sage ich dir nicht, wo das erste Sample für das Hühnchen ist. Das musst du selber finden. In den Kranichen? Ja, also da kannst du zumindest gucken. Der Typ hat gerade gesagt. Ach, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Fuck! So. Alter. So, guten Tag. Oh Gott, hör auf dich zu freuen, sonst trete ich gleich wieder aus. Probe eines Fleisches, das wir für euch sammeln. Bringt es am dafür müsst ihr es am Stück zu uns bringen. Aha, okay. Bringt erstmal ein ganzes Hähnchen. Nur ein Teil davon. Ich meine, nicht nur ein Teil, ich meine das ganze Tier. Ach so, er hat. Nee, er hat nordöstlich des Dorfes ein paar Hähnchen unter einem großen Baum gesehen. So, nordöstlich. Da habe ich ein gefühltes Jahr gesucht, aber ich freue mich darauf, hier in der Aufnahme zu gucken. Nordost. Ach, scheiße. Und ich renne natürlich nach Nordwesten. So, nordöstlich, hat er ja gesagt. Fragt sich nur, was für die Flachpfeife Nordosten ist. So. Wir laufen erstmal steil nach Osten und dann schauen wir einfach. Achso, man kann ja übers Wasser rennen, ne? Genau. Achso, ich trete übrigens auch den Baumfällern bei, weil das dauert 6 Stunden, bis man den Saft herstellt und wir brauchen nur den Saft. Hm. Hier haben wir 2 davon. So. Heißt, ich war auch mal hoch zum Baum. Ist gut. So. Ah. Jetzt sind wir, glaube ich, steil im Süden. Was ist das denn hier? Hier glitzert irgendein Erdhaufen. Was ist denn das? Der Erdhaufen ist für dich eine Irre. Kann ja sein, dass das andere Sachen sind. Ach so. Die ersten Sammelsachen sind überall in Redstone versteckt. Ich glaube, du stehst nämlich gerade neben dem Zeug, das ich sammeln musste, den Matsch. Ja, das nährst du denn, den Matsch. Hier, guck mal, Hundehaufen. Schön. Nur für dich. Also so wie ich das sehe, kann ich dir sagen, du bist falsch. Ich bin ja auch, ich hab doch gerade gesagt, ich arbeite mich jetzt von nach Nordosten durch. Hör zu lachen. Er hat gesagt nordöstlich. Wenn das jetzt falsch ist, dann kann der Typ die Karte einfach mal nicht. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass die Baumfäller später mal extrem in die Irre geleitet werden. Da musst du nach Süden laufen, aber im Süden ist gar nichts. Hier blinken die Bäume, Blüten oder so, wenn du Kräuter oder irgendeinen Scheiß sammeln sollst. Hm, zum Beispiel. Kann das auch außerhalb der Stadt schon halb sein? Ach nee, das ist ja das Portal, okay. Er hat gesagt, unter einem Baum nordöstlich. Genau, und wie sieht der Baum denn aus? Wie ein Huhn oder was? Nee, aber der Baum... Hier, ich hab's gefunden. Sehr schön. Yay, ein Skelett. Genau, vor allen Dingen finde ein Hühnchen und wo wirst du dann hingeschubst? Ich wollte gerade sagen. Das ist ein Skelett von einem Säbelzahntiger, ne? Ja, so ähnlich. Aber ein Säbelzahntiger hat keine Hörner. Aber Bullshit! So, und du hast das nicht auf Anhieb gefunden? Boah, ist ja peinlich, dass du das immer erzählt hast. Na. Ach, so. War nur ein Spaß. Nicht lustig. So, dann komm da her kann zu mir, wohl jemand den Nordosten nicht finden. Na gut, wer ist durch die halbe Karte gerannt? Ich habe gesagt, ich laufe erstmal steil nach Osten und arbeite mich dann hoch. Ich hatte einen Plan. Ich stand bei dem anderen Baum da. Ja, bei dem anderen. Ach Mäuschen, das muss doch jetzt nicht peinlich sein. Wo bist denn du überhaupt? Mein Radar sagt nicht, dass du da bist. Wo bist du? Hier, ich springe hin und her. Hä? Ich bin neben der Topfschale unten. Ach, da unten noch. Ich mach die Kette wieder ran, wenn der Kleine sich zu weit entfernt.
Vor allem, wieso musste ich so weit laufen? Hier sind ein Haufen Hähne. Ich kann die doch einfach töten. Jetzt musste ich dem Hähnchen... Achso, ich muss das ja erstmal abgeben, ne? Ja. Ach man, jetzt bin ich schon wieder blind vorbeigerannt. So Typ, der zufällig 10 Meter von den Hähnchen weg entfernt steht. Assi. So. Nun, wie gesagt, wenn ihr das möchtet, dann erzähle ich zu den anderen Sachen auch was. Nur damit ihr jetzt wisst, was los ist, wenn wir unten auf den komischen Topf klicken. Vor allen Dingen, der Typ... Achso, nee, jetzt muss ich ja nochmal mit dem Großen sprechen, ne? Ja, genau, um das in Auftrag zu geben. Meine Güte, wieso will ich den Tierkadaver in Auftrag geben? Achso, Hähnchen. Achso. Können wir das um den Koch verschachern, dass der das dann kocht? Ja. Ah, cool, okay. Das wird nämlich mein zweiter Beruf. Oh, der Kleine kocht jetzt auch noch für uns. Oh, okay, so. Da bin ich. Und zwar da drin. Ich immer noch Quatsch mal mit der. Quatsch mal mit der. Ich finde das so süß, dass hier wirklich einer sitzt, die Töpfe hat. Wie du immer noch dein Preisschild in der Fresse hast. Natürlich, so. Wir sind in der Großstadt. So, wir von der Magischen Pötte stellen wunderschöne Gefäße und Schüsseln her. Natürlich haben wir auch ein paar besondere Gegenstände. Ihr sollt wissen, dass Magische Pötte normalerweise Geschäfte mit dem grünen Daumen und den Holzfällern macht. Ja, ich bin auch eine Holzfällerin, du Assi. So. Ja, ich bin der grüne Daumen. Das heißt, wir haben alles, was wir brauchen. Oh, ich möchte beitreten. Ich mag euch nicht. So, und diese Krüge, die habe ich auch im Inventar schon übelst viele. Was macht man denn damit? Mit denen sammelst du zum Beispiel, also die hast du halt schon, aber damit kannst du Wasser und Erze sammeln. Die Erze brauchen wir unbedingt, da müssen wir uns mal ein bisschen ranhalten, dass wir die sammeln. Und wo kriege ich jetzt von dem hier eine Aufgabe? Da, bei dem musst du tatsächlich gucken, was braucht der dafür. Saft der Julan-Maniole. Manjolie. Ach so, das stellen wir ja gerade her, oder? Von dem Holzfäller. Ach so. Das muss man erst herstellen. Und ansonsten, diesen Matsch, den muss ich erst herstellen. Den kriegst du von mir. Nee, ich habe momentan, lasse ich aber nur den Scheit herstellen von den Holzfällern. Aber nicht ja, den Saft. Den müssen wir auch erst finden. Das hast du, wenn du mal guckst, das hast, haben wir noch nicht freigeschaltet. Ich weiß aber, wo das ist und da kommen wir bald hin. Wo kann ich denn dieses Skillenfenster, dieses Berufefenster aufrufen? L. Ah, okay. Da kannst du an der Seite in den Tabs durchschalten. Ah, ich sehe schon. Hm? Bei den Töpfern ist das, was du dann machen kannst, unten dieser, bei mir heißt das sind diese Töpfe Lake, Matt und Feiner. Hier. Also See, Matsch, bla bla bla. Oh, ja. Und den Matsch, den mache ich. Da kriegst du dein Dach von mir. Hier sind ja sogar Wegbeschreibungen, wo man die Anleitung praktisch findet. Mhm. Also dieses Muster steht ja hier sogar. So? Zu einfach ist es aber nicht, das sage ich schon mal vorher. Ja. So. Und dann gehen wir jetzt mal zu den Soul Wardens. Yay, damit wir dir noch einen Beruf verschaffen. Habe ich jetzt alle? Nee, das ist... Nein, du kriegst ja, du brauchst ja noch einen, du hast ja jetzt 3. Du kannst ja noch ein Titel nehmen. Ich werde jetzt, ich werde der Koch. Bekoche die. Oh, ja. Ach, dass du die waren, das war falsch. So. So, und was soll ich als Viertes machen? Kann ich mir das aussuchen? Oder hast du da auch einen Todesplan, mit dem wir alle fertig machen? Natürlich habe ich einen Todesplan. Du gehörst zu denen, die dann die Steine machen können. Oh, ja, wie in EOS. Genau, nur dass sie halt deutlich teurer sind. Wo ist der? Ach, hier. Oh, wow. Das ist für mich. Ich werde Koch. Da kann ich zum Beispiel diese Dumplings machen oder ordentliches Fleisch. Level Elijah und später dann wieder so ein Gedöns. Was man sonst nicht für sehr viel Geld kaufen kann. Oh, ja. So. Während du wild in den Wald erklärst, muss ich mir ja kurz mal. Und ich will dein Hühnchen, ich brauche das Hühnchen von dir, ne? Nicht wegschmeißen, ich brauche Hühnchen. Was? Kriegst du nicht? Tanz erstmal und bieter dich bei den Leuten an, dann kriegst du vielleicht Hühnchen. Hab ich heute doch schon. Haben wir sogar Videobeweis von. Kannst du das Video schneiden? So, wo sind die denn? Dreh dich mal bitte um. Guck mal. Ich wollte gerade sagen, hast du dir die Haare gefärbt? Ich dachte, das wärst du. Das ist sogar die gleiche Katze. Deswegen, ihr habt die gleiche Katze, ihr habt die gleichen Ohren und wenn du das Rote anziehst, dann unterscheidet euch ja wirklich so, wenn man so grob hinguckt, nur die Haarfarbe. Ich wollte gerade fragen, hattest du nicht eigentlich blaue Haare? Eigentlich schon. Oh, Herrgott, wo sind denn schon wieder diese Schildleute? So, Shields, da lang. So. Ach, schön. So, dann holen wir uns jetzt noch unsere letzten Berufe und dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Genau, dein letzten. Yay. So. Quietsch. So. Hui. Wo ist denn die Olle? Also der Olle, der macht das zwar, aber wo ist denn derjenige, von dem man das lernen kann? Bring mir was bei. Ich prügel den mit der Axt aus dem Haus.
Warte mal, die Olle steht. Hier steht so eine Olle. Die hier, die hier. Die ist aber nicht von den Soul Ones, oder? Das ist strahlender Ring. Das ist diese Schmied. Nein. Ach so, die nicht. Also ich darf mir jetzt keine Juwelen machen, oder was? Nein, du brauchst ja keine Juwelen, du brauchst die Edelsteine. Naja, hat sie doch. Nein. Na, aber... Nicht die für 7 Gold. Die stellt nicht die für 7 Gold her. Ja, okay, Entschuldigung. Billige Schlampe! Okay, so. Was? Wo ist die denn? Was kannst du eigentlich? Da ist ja nur eine. Mal Krieg... Hier, Kriegsstahlschmied. Das? Also welchen Teil von Seelenschild hast du nicht verstanden? Naja, Kriegsstahl, Seelenschild... Ist das der hier? Kannst du von dem was lernen, obwohl der nicht Representative über dem Kopf stehen hat? Warte. Von dem hier? Bringt er dir was bei? Ja, bringt er dir was bei? Ja, der bringt mir was bei. Wärter der Seele. Okay. Aber ich will lieber die Klunker machen. Ja, also dem hier, ja? Dem Opa hier. Ja, dann warte, dann nimm die Klunker, weil nein, ich darf nein. Von dem... Dann nimm die Klunker, dann mach ich das. Nein, ich mach das. Du bist doch Koch. Dann mach ich die Steine, dann musst du halt nur betteln. Hä, betteln? Damit ich dir Steine gebe. Aber ich denke, du bist Koch. Ja, aber wenn du das jetzt nicht machen möchtest, weil du lieber Juwelendöns machen möchtest, nein, dann mach nein, ich das nein, hier. Du bist Koch. Das wäre auch noch schöner. Das ist eigentlich bescheuert. Dann sollten wir eigentlich beide das Gedöns machen. Ich tritt da jetzt bei. Ich tritt auch bei, so. Dann kocht eben keiner. Dann gibt's eben wieder nur Dosenfraß. Nee, wir haben doch immer diese blöden Dumplings dabei. Lass mich doch in Ruhe. Verdien dir erstmal dein Essen. So. Okay, der Opa hat uns jetzt hier was gegeben. Wo ist jetzt derjenige, der uns was dazu gibt? Nö, von den Verarbeitenden, da bekommst du die Samples ja automatisch. Die Samples musst du wirklich nur bei den Herstellenden sammeln. Oh. Ja. So, dann möchte ich auch einen Magnesium-Lauf, das brauchen wir nämlich. Und von grünen Daumen. Den Daumen, jetzt machen wir einen Matsch. So, wunderbar. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, wir können den Part beenden. Wunderbar, okay. Wir wollten eigentlich, keinen Part dazu machen und noch einen Part gemacht. Egal. Ja, ich glaube, man kommt nicht drum rum, deswegen. Was hat denn die Olle hier? Aber wie gesagt, das waren nur ein paar Besuche. Das ist das, was man sich erarbeiten kann mit diesem. Ich glaube, das würde ihr ganz ausgezeichnet stehen. Ich weiß, dass es ihr ganz ausgezeichnet stehen würde. Das weiß ich, aber es ist ein Haufen, das hoch mit roten Haaren. Danke fürs Zugesehen haben. Und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss.